Hallo zusammen, herzlich willkommen. Heute gibt es wunderbare Baked Beans. Ganz einfach und schnell gemacht, aber richtig lecker. Für unsere Baked Beans, die wirklich ganz schnell gehen und ganz einfach, habe ich hier nur wenige Zutaten. Ich habe hier ein bisschen Bacon, den werde ich gleich klein würfeln. Dann habe ich hier ein bisschen Lauchzwiebel, das weiße nur, das schneide ich ganz klein. Zwei Chilischoten, eine milde, eine etwas schärfere und eine Knoblauchzehe. Alles wird ganz klein geschnitten und dann habe ich hier schon meinen kleinen Topf. Da werde ich das alles mit ein bisschen Öl anbraten und dann geht's weiter. Die ersten Zutaten sind jetzt im Topf und werden angebraten. Jetzt gleich kommen ein paar abgetropfte Bohnen da rein. Die sind schon vorgekocht. Das verkürzt natürlich die Kochzeit hinterher im Endeffekt. Ihr könnt natürlich auch selbst Bohnen einweichen, die ihr getrocknet habt oder die ihr getrocknet gekauft habt. Die sind jetzt aus der Dose. Dann werden wir das Ganze würzen mit ein bisschen Magic Dust. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Flüssigkeit da drin. Da kommt dann rein etwas Barbecue-Soße. Ich habe hier eine, die ist mit Tomaten, Bier und Braumalz. Bin mal gespannt, wie die schmeckt darin. Und um die ganze Sache schön süß zu gestalten, habe ich hier Ahornsirup. Da kommt auch nochmal ein ordentlicher Schluck rein. Bei der Würzung könnt ihr natürlich das machen, was ihr wollt. Aber das ist meine Variante. Ich mag es gerne ein bisschen scharf und ein bisschen süß. Und bei den Bohnen will ich es auch so haben. Jetzt ist alles im Topf und wir lassen das jetzt ungefähr eine Stunde sanft köcheln. Wir rühren natürlich zwischendurch immer wieder um und ganz zum Schluss probieren wir natürlich auch nochmal, ob es scharf genug ist, ob Salz genug dran ist oder ob es auch süß genug ist. Und dann können wir essen. Hier sind jetzt unsere fertigen Baked Beans und sehen die nicht wirklich fantastisch aus. Oh, die riechen richtig gut. Waren ganz einfach zu machen. Das reicht hier locker für 4 Personen, aber ihr könnt natürlich einfach 5-mal so viel machen, wenn ihr mehr Leute habt. Ich probiere das jetzt, schmeckt nochmal ab und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen natürlich. Bis bald, euer Olli. Mmh. Oh, die sind echt lecker.